Hallo Gamma Freunde, ja, ich muss euch heute was ankündigen. Es fällt mir nicht leicht und ja, das mache ich aber erst am Ende des Videos. Bis dahin, ja, haben wir noch ganz schön was zu machen und ich präsentiere euch was Schönes heute, aber erst, ja, nach dem Intro. Heute ganz in Schwarz stelle ich euch diese nette Pflanze vor. Die steht jetzt da hier hinten so im Hintergrund und sie wird es mit Sicherheit nicht erkennen. Ich habe sie auch nicht erkannt. Es handelt sich dabei um eine Hosta und die habe ich letztens entdeckt, um Hosta tortifons. Die Hosta tortifons ist eine Zwerghosta und absolut dadurch prädestiniert für eine Sammlerhosta. Das nette kleine Ding bleibt klein und wächst extrem langsam und kann nicht übermäßig vermehrt werden und ist dadurch eigentlich auch schwieriger zu kultivieren und ist eben durch diese ganzen Faktoren so eine ganz typische Sammlerhosta für so Freaks wie mich. Ja, jetzt habt ihr sie nur so im Hintergrund gesehen, so ganz komisch. Ich stelle euch die jetzt natürlich so ein bisschen im Clip vor und ja, dementsprechend geht es jetzt erstmal dann mit dem Clip los. Clip ab! Ja, das ist jetzt das Laub der Hosta tortifrons. Dieses extrem schmale Laub, das so leicht gedreht ist, erinnert unglaublich stark an Spitzwegerich, ist aber kein Spitzwegerich, denn wenn die Hosta dann mal blüht, dann verrät sie sich mit der Blüte. Und dieses ganz super gedrehte Laub mit den roten Blattstielen, einfach sehr dekorativ, sehr Hosta-untypisch und einfach ein Muss für jeden Hosta-Sammler wie mich. Die tortifons kommt ursprünglich aus Japan, wo sie, und das muss ich ablesen, mein Japanisch ist nicht so gut, Kogarashi Giboshi heißt, zu Deutsch die Herbstwind-Hosta. Und das geht darauf zurück, dass die tortifons sehr spät blüht, eben die Blüte dann im Herbstwind steht. Diese Japaner mit ihren ganz romantischen und total süßen Begriffen. Total süß. Sie war bis 1991 als Wildart eingestuft, bis dann der Herr gute Schmidt daherkam und gesagt hat, ja, das ist eigentlich eine Hybride und das muss jetzt eigentlich als Sorte deklariert werden und seitdem heißt sie halt nur noch Sorte tortifons. Früher war es tatsächlich Hosta tortifons als Art und jetzt ist es halt nur noch eine Sorte. Ist nicht schlimm, kann man wissen, muss man aber nicht. Wenn man sich die tortifons jetzt rauspflanzen will, dann wählt man natürlich einen ganz typischen Hosta-Standort mit halbschattigen Standort, nicht zu hell, nicht zu sonnig, mit frischem Boden, der ein bisschen nährstoffreicher ist, mit humosem Boden und der auch relativ locker ist. Und auch wenn die tortifons relativ langsam wächst und eigentlich nicht aus dem Puschen kommt, geht es hier halt an so einem Standard dann am besten. Jetzt fragt ihr euch natürlich, wo ich diese Pflanze her habe. Ja, ich war jetzt die Tage mal bei einer Gärtnerei, einer Spezialgärtnerei, das heißt Staudengärtnerei Extragrün, die sitzt da in Freising. Und da habe ich mir diese Pflanze geholt. Extragrün hat sehr viele Hosta-Sorten, sehr viele exklusive Sorten, sehr viele Fremdsorten, sehr viele Sammlersorten. Und da bin ich natürlich als Hosta-Freak manchmal hingegangen und habe mir so nette Hostas gekauft. Ja, die tortifons kostet da 12 Euro. Extragrün hat auch so mehr oder weniger so einen Online-Shop, da kann man auch mal Sachen bestellen, wenn ihr da nicht um die Ecke wohnt. Sind auf jeden Fall super nette Leute dort und ein Besuch, wenn ihr mal im Raum München seid, lohnt sich dort eigentlich immer, wenn ihr so Pflanzenfreaks wie ich seid. Warum betone ich das eigentlich die ganze Zeit? Anyway. Ich will ja auch einfach jetzt mal Werbung machen für Extragrün. Ich finde die Leute da super. Ich habe mir so ein Plakat gekauft mit lauter tollen Hosta-Sachen und Hosta-Blättern und ja, und das musste jetzt einfach sein. Ich finde Hosta einfach super schön und das wollte ich jetzt einfach mal haben. Genau. Ich werde auch die Staudengärtnerei Extragrün mal in der Videobeschreibung verlinken. Ihr könnt da mal draufklicken und euch das anschauen, ob es euch gefällt. Und mein Gott, vielleicht verliebt ihr euch auch in die Hostas. Interessant ist auch, dass mit der tortifons noch weiter gezüchtet worden ist. Und so dient die tortifons als Mutterpflanze für Corkscrew, die ich auch habe. Und so möchte ich euch auch mit rausnehmen in meinen Garten, wo ich die nette tortifons im Garten in so einem Kübel pflanze. Vorher auch nochmal teil, weil wenn ich sie schon mal habe, muss ich sie auch gleich mal so
an einen Bekannten, an einen Arbeitskollegen verteilen, der sich dann hoffentlich auch über die Tortillons freuen wird, weil der auch die Corkscrew ziemlich cool fand. Jo, also geht's raus. Raus geht's. Ab in den Garten. Ihr kommt so mit, oder? Ja, hier vermehre ich und pflanze jetzt meine Hostia Tortifrons. Erstmal etikett dahin, wo sie hinkommen soll. Und man packt sich dann diese Pflanze, man topft sie dann aus. Geht bei der jetzt relativ einfach. Und wie man hier sieht, im unteren Bereich ist eine Stelle, wo man die Hostias schon ziemlich gut vermehren kann. Und dafür packt man sich einfach den Ballen und die Pflanze und reißt den Ballen einfach auseinander. Und geht hier ganz einfach. Hat dann eine stärkere Pflanze, die bei mir in den Kübel kommt. Und eine schwächere Pflanze, die dann mein Arbeitskollege bekommt. Man macht sich eine Erdkuhle, Pflanze rein, Erde außenrum, andrücken. Letztendlich fast fertig. Und dann wird es später nochmal angegossen. Dann steckt man das Etikett dahin, wo die Pflanze ist. Und dann schaut man sich noch die Jungpflanze an. Super gut, super gesund. Und ja, sehr schön. Und dann ist eben die Mutterpflanze, die Mama, hier die Tortifrons, neben der Corkscrew, die hier zu sehen ist. Super schön daneben. Und ja, sind sie einfach mal zusammen. Die beiden. Und jetzt noch so ein kleiner Schwenk über meine kleine Hostersammlung mit den mittlerweile 19 Sorten. Ganz super. Und jetzt kommen wir zum Ende. Ja, die große Ankündigung. Ich habe einen neuen Job gefunden und werde hier mein Zuhause, alles was ihr hier so seht, aufgeben. Und bin die nächsten 2-3 Wochen ziemlich beschäftigt mit Umzug und mit dem Leben neu planen und sich eben so reinfuchsen in die neue Stelle. Und ich weiß auch nicht, wie das hier weiterläuft, ob das weiterläuft. Ich gehe mal schon stark davon aus. Ja, alle meine 81 Abonnenten liegen mir sehr am Herzen. Es ist natürlich super. Ich mache das, was ich machen will und das, was ich auch in meiner Freizeit mache. Kann ich hier als Videos mit euch gemeinsam machen. Macht mir immer sehr viel Spaß, über Sachen zu recherchieren und die euch dann zu präsentieren. Und ja, wird aber jetzt etwas stressiger für mich und es werden etwas ungewisse Zeiten und weiß auch nicht, wo ich dann meine Materialien, meine Aufnahmen und meine Themen so herbekomme. Es steht alles noch in den Sternen. Ihr müsst aber jetzt nicht deabonnieren, weil ja, ihr seht dann schon, wenn es dann weitergeht und wie es dann weitergeht, ihr seht es dann schon. Und wenn jetzt da mal einfach mal 2-3 Wochen keine Videos kommen, bitte ich natürlich um euer Verständnis. Ja, es sind einfach strange Zeiten für mich. Dann fassen wir die ganze Chose heute noch zusammen. Dr. Floyd zieht um und die Tortifrons ist eine absolute Liebhaber-Sammler-Hoster, die schwierig zu kultivieren ist und sehr langsam wächst, aber durch dieses unglaubliche, strange und fantastische Laub, dieses schmale Laub, das so an Spitzwegerich erinnert, unglaublich super ist. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Danke, dass ihr so lange dabei wart. Danke, dass ihr die Videos immer schaut. Wie immer sind hier die letzten beiden Videos. Da könnt ihr draufklicken und dann kommt ihr direkt zum Video und dann könnt ihr das auch noch anschauen. Und da sind natürlich auch super Videos dabei. Ihr könnt natürlich auch den Kanal abonnieren, falls ihr nichts verpassen wollt. Und dann seht ihr dann in eurer Timeline, wann denn ein neues Video von mir erschienen ist. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns irgendwann. Und habt bis dahin eine schöne Zeit. Bis dahin. Tschaußen.